Lasst uns den Gottesdienst beginnen im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe kommt von dem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der niemals loslässt, was er geschaffen hat. Herzlich willkommen zu diesem wunderschönen sonnigen Gottesdienst, dem dritten Sonntag vor der Passionszeit. Der Wochenspruch, der uns durch die Woche geleiten soll, steht im Buch Daniel, Daniel 9, Vers 18, und heißt: Wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Nun sollte man ja annehmen, dass diese beiden Begriffe zusammengehören wie zwei Seiten einer Münze: Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Aber es wird ja schon unterschieden zwischen unserer Gerechtigkeit und Gottes guter Barmherzigkeit. Also doch zwei Paar Schuhe? Was bringen wir denn mit Gerechtigkeit in Verbindung? Doch wohl, dass keiner bevorzugt wird. Gleiche Rechte für alle, und zwar sowohl bei Ansprüchen als auch bei Chancen. Aber Gleiches ist gar nicht für alle richtig. Wenn zum Beispiel Eltern ihre beiden Kinder zu einem Skikurs anmelden, dann kann es sein, dass das eine Kind vor Jubel in die Luft springt und dem anderen das Leid in die Schuhe fällt, weil es sich niemals auf Skier trauen würde und sich vielmehr über eine Reiterfreizeit freute. Also Gerechtigkeit darf keine Gleichmacherei sein. Gerechtigkeit sollte sich an Gottes Gerechtigkeit orientieren, und die ist bestimmt von seiner Liebe. So nimmt er nämlich den Sohn, der sich in den Verführungen des Lebens verstrickt hatte, mit offenen Armen wieder auf. Denn der Sohn ist umgekehrt. Der Vater rechnet nicht ab, er ist barmherzig, schenkt seinem Sohn ein Recht auf neues, würdiges Leben. Wir sind nicht wie Gott. Wir rechnen irdisch, nicht himmlisch. Leider, möchte man manchmal sagen. Und darum ist aber unser Gebet so wichtig, dass wir unseren Vater im Himmel um solche Barmherzigkeit bitten. Und so heißt der Spruch: Wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Nun wollen wir erst mal ein Morgenlied singen: Er weckt mich alle Morgen.
uns beten. Herr, unser Gott, du hast uns eingeladen. Wir sind gekommen. Wir wollen gemeinsam mit dir Gottesdienst feiern. Manches haben wir von zu Hause mitgebracht, was unser Herz beschwert. Vielleicht fühlen wir uns ungerecht behandelt oder zurückgesetzt. Oder wir sind uns bewusst, mit jemandem Schofel umgegangen zu sein. Hilf uns, dass wir unsere Lasten zu Füßen des Kreuzes ablegen können. Lass uns von dir lernen, barmherzig mit unserem Nächsten umzugehen. Lass uns nicht selbstgerecht urteilen, denn das Urteil über einen Menschen sprichst du. Darum lass uns vertrauen, beten und danken und hilf, dass dein Wort unserem Leben die Richtung weist. Amen. Wir wollen nun einige Verse aus Psalm 31 sprechen. Und da bitte ich diejenigen, die auf der Seite zur Freien Gründerstraße sitzen, mit mir anzufangen, und diejenigen, die zur Mühlenstraße sitzen, die eingerückten Verse zu lesen. Wir beginnen. Wie groß ist deine Güte, Herr, die du bewahrt hast denen, die dich fürchten, und erweisest vor den Menschen denen, die auf dich vertrauen. Gelobt sei der Herr, denn er hat seine wunderbare Güte mir erwiesen in einer festen Stadt. Seid getrost und unverzagt alle, die ihr des Herrn harret. Amen. Ein Loblied wollen wir Gott singen. Du meine Seele singe.
Die Schriftlesung steht in Matthäus 20, die Verse 1 bis 16, von den Arbeitern im Weinberg. Denn das Himmelreich gleicht einem Hausherrn, der früh am Morgen ausging, um Arbeiter anzuwerben für seinen Weinberg. Und als er mit den Arbeitern einig wurde über einen Silbergroschen als Tageslohn, sandte er sie in seinen Weinberg. Und er ging aus um die dritte Stunde und sah andere auf dem Markt müßig stehen und sprach zu ihnen: Geht ihr auch hin in den Weinberg, ich will euch geben, was recht ist. Und sie gingen hin. Abermals ging er aus um die sechste und um die neunte Stunde und tat dasselbe. Um die elfte Stunde aber ging er aus und fand andere stehen und sprach zu ihnen: Was steht ihr den ganzen Tag müßig da? Sie sprachen zu ihm: Es hat uns niemand angeworben. Er sprach zu ihnen: Geht ihr auch hin in den Weinberg? Als es nun Abend wurde, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter: Ruf die Arbeiter und gib ihnen Lohn und fang bei dem Letzten bis zu den Ersten. Da kamen sie um die Elfte, die um die elfte Stunde angeworben waren, und jeder empfing seinen Silbergroschen. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen. Und sie empfingen auch, ein jeder, seinen Silbergroschen. Und als sie den empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen: Diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet. Doch du hast sie uns gleichgestellt, die wir des Tages Last und Hitze getragen haben. Er antwortete aber und sagte zu einem von ihnen: Mein Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht mit mir einig geworden über einen Silbergroschen? Nimm, was dein ist, und geh. Ich will aber diesem Letzten dasselbe geben wie dir. Oder habe ich dir nicht die Macht zu tun, was ich will, mit dem, was mein ist? Siehst du darin Scheel, weil ich so gütig bin? So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Wir wollen jetzt gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen und, soweit das möglich ist, dazu aufstehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige, allgemeine, christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ich habe uns heute mal einen Tessé-Gesang mitgebracht. Der ist sehr bekannt, denke ich. Und es ist ein wunderschöner Gesang. Nun lebt ja dieser Tessé-Gesang davon, dass man den Gesang mal wiederholt. Deshalb hören wir uns erstmal an, was der Hermann Plate vorspielt. Danach bitte ich die Frauen,
mit mir zusammen einmal durchzusingen. Dann singen bitte die Männer einmal und dann können wir es alle, dann singen wir es einmal alle zusammen. Also einmal zuhören, einmal Frauen, einmal Männer, alle zusammen. Bitte. Alle zusammen. Liebe Gemeinde, der Predigttext für heute steht im Alten Testament, und zwar im Buch des Propheten Jeremia. Jeremia 9, die Verse 22 und 23. Ich denke, wir können mitlesen. Sie lauten: So spricht der Herr: Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit. Ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke. Ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums. Sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden, denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Herr, schenke uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Brauchst gar nicht stolz darauf zu sein, dass du als weiser Mann giltst. Brauchst gar nicht stolz darauf zu sein, dass du als starke Frau angesehen wirst. Brauchst gar nicht stolz darauf zu sein, dass du es zu Reichtum gebracht hast. Dieser Vers, der den ersten Teil des Predigttextes bildet, ist jetzt nicht Jeremias Meinung, sondern Gott lässt ihn dieses Wort sagen. Und ich hatte immer gedacht, das sind Dinge, die uns Menschen in der Gesellschaft wertvoll machen. Weisheit. Ein weiser Mann ist lebenserfahren. Er handelt besonnen, ist kein Hitzkopf, sondern eher abgeklärt. Ich stelle mir einen gesetzten Herrn vor, der weise Ratschläge erteilt, in weiser Voraussicht plant. Solche Menschen wünsche ich mir als Politiker, so als Bundespräsidenten zum Beispiel, als Entscheidungsträger. Solch ein Mensch wird wertgeschätzt in seiner Position. Weisheit wird doch auch in der Bibel geschätzt. Denken wir an das salomonische Urteil. Das sind doch salomonische Entscheidungen, sind doch weise Entscheidungen.
Aber Jeremia sagt, stolz brauchen diese Leute nicht, auf ihre Weisheit zu sein. Stärke. Ein Starker ist doch kein Feigling, oder? Stark sein bedeutet charakterfest, willensstark. Eine starke Persönlichkeit hat einen starken Auftritt, behält starke Nerven. Eine starke Frau war zum Beispiel Marie Curie, die die Radioaktivität erforschte. Starke Frauen sind die, die ihren Alltag managen, alles am Laufen halten, gelassen bleiben, in ihren trubeligen Familien alle im Blick behalten, keinen übersehen, für alle da sind. Sie sind die, die Leistung bringen, die nicht schnell umfallen, die erhobenen Hauptes feststehen, auch in schwierigen Zeiten. Solche Leute verdienen doch Bewunderung und Anerkennung. Doch Stolz brauchen starke Leute nicht zu sein auf ihre Stärke, laut Jeremia. Reichtum und ein Reicher, der hat's zu was gebracht. Er ist ein Gewinner. Die TV-Werbung, in der ein Mann Fotos auf den Tisch knallt, mein Haus, mein Auto, mein Boot, ich glaube, diesen Werbespot kennt jeder. Und was will der Werbespot uns einreden? Hey, das möchte doch jeder haben, so ein Haus und so ein tolles Auto und so ein Boot. Reichtum eben. Hast du was, dann bist du was. Aber den Spruch aus der Bibel, den kennt auch jeder. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Obwohl auch ein Reicher kann durchaus ein Gewissen haben. Es gibt Reiche, die ihr Vermögen in Stiftungen umwandeln, die Leuten, die nicht so viel im Geldbeutel haben, zur Bildung verhelfen, mit Stipendien unterstützen, die Krankenhäuser finanzieren oder auch medizinische Labore unterstützen. Das ist doch eine gute Sache. Aber Stolz brauchen die Reichen nicht zu sein auf ihr Vermögen, laut Jeremia. Markante Worte hat Jeremia über den Ruhm und die Ehre gefunden. Besser gesagt, das Selbstrühmen. Wir würden heute sagen, angeben. Mit solchen Worten hat er sich selbst alles andere als beliebt gemacht. Solche Worte hörten seine Zeitgenossen ungern und nahmen sie auch nicht ernst. Jeremia lebte in Juda, dem kleinen Staat zwischen rivalisierenden Großmächten zwischen Babylon und Ägypten. 5 Könige sah Jeremia in Juda kommen und gehen. Er sah die politischen Ereignisse immer auch unter dem Verhältnis zwischen Gott und seinem Volk. Diejenigen aber, die das Sagen hatten in Juda, glaubten, alles besser zu wissen. Sie paktierten mit den falschen Leuten, weil sie glaubten, Babylon würde sie schon die Zähne ausbeißen an dem kleinen Königreich, das eine strategisch wichtige Position innehatte. Statt auf Gott zu hören, suchten sie ihr Heil in politischen Bündnissen und Machenschaften. Und zugleich bauten ihre weisen Männer aus dem Regierungslager auf den Tempel. Der Tempel war ja Gottes Wohnung auf Erden und der stand in Jerusalem. Und da waren sie sicher, wenn das Gottes Wohnung ist, dann ist Jerusalem und Juda unantastbar. Selbstherrliche Gedanken, die blind machen. Hochmut kommt bekanntlich vor dem Fall. Das Sprichwort gilt nicht erst seit heute. Im Jahre 587 vor Christus wurde Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht und die Bewohner bis auf einen kleinen Rest verschleppt nach Babylon. Jeremia hatte ja gar nicht die Werte Weisheit, Stärke und Reichtum kritisiert. Er prangerte den Umgang damit an.
Gott als Geber dieser Gaben wurde einfach vergessen. Sie wurden als Eigenverdienst gesehen und eingesetzt. Alle Regierungsweisheit und militärische Stärke liefen in die falsche Richtung, weil Gott nicht gefragt wurde. Gottes guter Rat wurde nicht gehört und nicht in Anspruch genommen. Jetzt tun wir mal nicht so, als wäre es in unserer Welt heute anders. Heute wird es sogar vielfach erwartet, dass wir uns stolz präsentieren. Als in unserem Bekanntenkreis ein junger Mann sich um eine Stelle bewarb, wurde er von seiner Freundin belehrt: So kannst du das doch nicht schreiben. Pass mal auf, so musst du schreiben. Sie haben auf mich gewartet. Die Stelle ist genau auf mich zugeschnitten. Das konnte er sich jetzt nicht vorstellen, auf diese Weise eine Bewerbung zu schreiben. Er hatte noch gelernt, nicht mit den eigenen Fähigkeiten anzugeben, sich nicht in den Vordergrund zu drängen. Eigenlob stinkt, war mal ein gängiger Satz. Bescheiden sein war mal eine Tugend. Heute ist der Trend in unserer Gesellschaft eher anders. Man zeigt, was man hat und preist die eigenen Fähigkeiten an. Man muss sich ja schließlich vermarkten. Natürlich ist es in unserer heutigen Welt wichtig, dass es Menschen mit besonderen Fähigkeiten gibt. Ohne Spezialisten läuft bei uns nichts mehr. Gut, wenn einer die Chance hat, seine Talente und Fähigkeiten zu entwickeln. Begabungen sind aber nichts, was wir aus uns selbst heraus haben. Sie wurden uns geschenkt. Und da wird für mich der zweite Vers aus unserem Predigttext wichtig, in dem es um das richtige Rühmen geht, um den christlichen Umgang mit dem, auf was wir stolz sind. Es geht nicht darum, dass man sich über Talente und Fähigkeiten nicht freuen darf, sondern es geht um das Dankbarsein dafür und um die Art, wie man es nutzt. Wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn solches gefällt mir, spricht der Herr. In einer anderen Übersetzung in der Guten Nachricht heißt dieser Vers: Grund, sich zu rühmen, hat nur, wer mich erkennt und begreift, was ich will. Denn ich bin der Herr, der Liebe, Recht und Treue auf der Erde schafft. An Menschen, die sich danach richten, habe ich Freude. Hier wird das, worauf wir stolz sind, Gottes Handeln in der Welt gegenübergestellt. Menschliche Weisheit, Stärke und irdischer Reichtum gegenüber göttlicher Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit. Und Gott bezeichnet den als klug, der sie erkennt. Denn wer Gottes Art zu Rechten erkannt hat, lässt sich gerne in die eigenen Entscheidungen und Handlungen hineinreden. Wir haben bestimmt schon gemerkt heute im Verlauf des Gottesdienstes, dass alle Bibelstellen, die gelesen wurden, bereits diese Erkenntnis zum Inhalt hatten. Schon beim Wochenspruch wurden wir darauf hingewiesen, dass es besser ist, Gottes Barmherzigkeit zu vertrauen, als unserem Sinn von Gerechtigkeit. Seine Barmherzigkeit und Liebe öffneten die Arme für den heimkehrenden Sohn, der sein Erbe verprasst hatte und der sich selber eigentlich überhaupt keinen Anspruch auf Vergünstigungen mehr ausgemalt hatte. Als er sich auf den Heimweg machte, hat er gestaunt, dass der Vater ihm entgegenrannte mit offenen Armen. Und der Vater hat ihn ohne Groll, voller Sehnsucht schon erwartet, in der Hoffnung, dass er doch noch mal umkehren möchte. Das ist eine ganz andere Gerechtigkeit, als wir sie kennen. Wir hätten wohl viel eher gedacht, der sagte: Hier, komm mal her, mein Bürschchen, wenn du hier überhaupt noch was willst, dann fang mal ganz unten an. Du hast ja alles schon verprasst, was dir zustand. Gottes Gerechtigkeit in unserer Welt zu leben, ist bestimmt nicht immer einfach. Wir haben in der Lesung vorhin
das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg gehört. Und die Geschichte, die erscheint uns auch oft ganz schön ungerecht. Alle Arbeiter sollen gleich entlohnt werden, obwohl die einen den ganzen Tag in der heißen Sonne gearbeitet haben und die anderen gerade mal nur eine Stunde. Wir kennen das anders. Bei uns wird nach Anzahl der Stunden bezahlt. Das dauert ein bisschen, bis einem klar wird, dass ja jeder Arbeiter das bekommen hat, was ihm versprochen wurde. Sie hatten es ja selber ausgemacht mit dem Hausherrn, das eine Silberstück. Und dass eigentlich jeder genug bekommen hat. Das ist Gottes Gerechtigkeit, dass er jedem so viel gibt, wie er braucht. Gerechtigkeit muss nicht heißen, dass jeder gleich viel hat, sondern dass jeder genug hat. Und wenn wir das zu leben versuchen, dann können wir uns dafür einsetzen, dass Arme nicht ärmer und Reiche nicht reicher werden, sondern dass jeder das bekommt, was er oder sie braucht, um menschenwürdig zu leben. Sich rühmen, so sagt es Jeremia, darf derjenige, der dieses Handeln Gottes kennt, der es als Maßstab seines eigenen Handelns benutzt. Der weiß, dass man glücklich werden kann, wenn man darauf vertraut. Genau auf dieses tiefe und feste Gottvertrauen kommt es an. Daran sollen wir tatsächlich unser Leben festmachen und Gott so die Ehre geben. In diesem Sinne dürfen wir voller Glaubensfröhlichkeit auch die Dinge in unserem Leben anpacken, die vor uns liegen. In diesem Sinne können wir auch selbst etwas von dem, was Gott uns schenkt und was er von uns erwartet, in der Welt umsetzen und sie mit unseren Gaben und Fähigkeiten zum Guten, Segensreichen verändern. Wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er mich kenne, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Und wir sollen daran mitwirken. Ja, was denn sonst? Hier auf der Erde möchte Gott das gerne haben. Hier unter uns, das gefällt ihm. Das bereitet ihm Vergnügen. Das besagt ja nicht weniger, als dass Gott in seinem innersten Wesen dafür einsteht, dass seine Welt nicht zum Teufel geht, sondern zum Besseren hin verändert werden kann. Und deshalb mischen wir uns in der Welt ein, ringen um Gerechtigkeit, hinterfragen Unrecht, sind mit dem Herzen bei denen, die im Leben nichts zum Prahlen haben. Gemeinsam loben wir den, der uns geschaffen hat. Damit sind die Ungerechtigkeiten, die Schieflage der Verteilung der Güter, die Zerstörung der Umwelt, Hass und Gewalt noch nicht beseitigt. Gott tritt ein für seine Gerechtigkeit und ermutigt uns, nach unseren Möglichkeiten und an unserem Ort dasselbe zu tun. Dabei dürfen und sollen wir unser ganzes Vermögen einsetzen, sei es der Verstand, die Herzensgüte, die Körperkraft und die der Seele, die materiellen Güter oder die Schätze unseres Glaubens. Es lohnt sich, so zu leben. Denn gesegnet ist das Leben, das zuerst auf Gottes Wort hört und daraus ableitet, welche Schritte als nächstes zu tun sind. Und nach getaner Arbeit denjenigen rühmt, der treu an der Seite seiner Menschen steht. Also, liebe Gemeinde, lassen wir uns ermutigen. Wir sind doch ermutigt dazu. Setzen wir unsere Stärken ein, unsere Erkenntnis, unseren Reichtum. Habt keine Angst, denn Gott selbst will uns aufrichten, stärken, kräftigen, gründen, um zu tun, was ihm gefällt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und unsere Sinne in Christus Jesus. Amen.
sind noch die Abkündigungen. Zunächst einmal möchte ich danken für die Gaben, die in die Kollekte und in den Klingelbeutel eingelegt wurden. Und zwar betrug die Kollekte am vergangenen Sonntag in Gesamt-Emmaus 372,25 €. Und im Klingelbeutel waren 349,75 €. Heute ist die Kollekte am Ausgang bestimmt für den CVJM-Kreisverband und die kreiskirchliche Jugendarbeit, jeweils zur Hälfte. Nächsten Sonntag ist die Kollekte bestimmt für die kirchliche Umweltarbeit. Und die Klingelbeutelsammlung ist wie immer für diakonische Aufgaben in der eigenen Gemeinde bestimmt. Herzlich einladen möchte ich zum Gemeindebibelabend am kommenden Mittwoch um 19 Uhr im Gemeindehaus. In der vergangenen Woche wurde beerdigt Frau Marlies Schäfer-Schwarz. Sie verstarb im Alter von 68 Jahren. Herr, unser Gott, wir legen still in deine Hände das Glück, den Schmerz, den Anfang und das Ende. Wir wissen die Verstorbene in deinen Händen geborgen und bitten dich um Trost für die Angehörigen. Lass auch uns bedenken, dass unser Leben befristet ist. Amen. Lasst uns nun Fürbitte halten und ich bitte, dazu aufzustehen. Gott, du Geber aller guten Gaben, wir danken dir, dass du uns manches gelingen lässt. Wir freuen uns an unseren Stärken und sind stolz, wenn wir etwas schaffen. Lass uns darüber aber nicht selbstgerecht werden und auf andere herabsehen, die weniger leisten oder deren Gaben unseren Augen verborgen sind. Befrei uns von eitlem Rechnen und Vergleichen und schärf uns ein, dass wir alle von deiner großen Barmherzigkeit leben. Hilf uns, unser Leben mehr und mehr auf deine Art von Gerechtigkeit auszurichten, nämlich auf deine Liebe. Hilf, dass immer mehr Menschen klug werden und dich erkennen. Dann kann unsere Welt mit jedem, der dazukommt, ein bisschen heller werden. Wir beten, Herr, für die Menschen, die ihre Heimat verlassen müssen. Für Menschen, die krank und hilfsbedürftig sind. Für diejenigen, die sich bis an die Grenze der Belastbarkeit einsetzen. Wir beten für die Oberen, die weltweit weitreichende Entscheidungen zu treffen haben, für ein gutes Miteinander in den Familien, für eine gerechte Verteilung der Güter dieser Welt, für ein Ende von Krieg und Gewalt. Gemeinsam beten wir mit den Worten, die Jesus seine Jünger gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht über uns und gib uns Frieden. Amen. Wir nehmen noch mal Platz und singen zum Abschluss aus dem Lied Komm, Herr, segne uns, 2 Strophen und hören dann auf das Ausgangsstück vom Klavier. Dann wünsche ich allen einen gesegneten Sonntag.